So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Euro Truck Simulator 2, wie wir schon am Titelbildschirm gesehen haben. Ja, ein Let's Play, auf das ich mich eigentlich schon seit längerem freue. Jetzt ist endlich erschienen. Mein Lenkrad wartet schon mit sehnsüchtig drauf. Ja, dann würde ich mal sagen, erstellen wir uns unser neues Profil. Wer hätte anders gedacht, dass ich einen anderen Namen will? Ich hoffe eh keiner. So, dann schauen wir mal, welchen Fahrer wir uns nehmen. Ich glaube, ähnlich schaut man von denen keiner. Orange County Choppers? Der Kerl da? Der Vater? Könnte fast hinkommen, oder? Wie nehmen wir den? Der schaut noch normal aus. Der erinnert mich irgendwie an den... An den einen, der bei Isol Truckers immer mitfährt und seinen Hut aufhat. So. Gibt's auch irgendwie der normaler Shot? Oder halbwegs normal. Aber es kann auch an diese gemalten Bilder liegen, dass die ein bisschen seltsam ausschauen. Nehmen wir her. Bevorzugtes LKW-Design. Darf Iveco oder Ivedo, wie es im Spiel heißt, MAN. Mercedes, Volvo, Scania, Renault oder Renault? Also ich glaube Renault lassen wir mal weg. Ich nehme den Volvo. Den Volvo finde ich schön. Und als Firmenlogo... Nehmen wir das. Oh Gott, das soll so einen Firmennamen auch noch haben. Erstellen. Wir fahren mit Controller. Nein, einfach Automatik ist mir zu einfach. Ich habe letztes Mal, ich muss dazu sagen, ich bin schon einmal kurz gefahren, eben um es kurz kennenzulernen und schauen, ob es funktioniert. Dann werden wir es dann nochmal. Okay, das funktioniert. Gasbremse halt. Accelerator, sehr schön. Gas und Bremse funktioniert auch. Kupplung haben wir keine. Weiter. Shifter passt auch. H-Schaltung haben wir keine. So. Und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Wähle die Stadt, in der du beginnen möchtest. Naja, ist jetzt eine schwere Entscheidung für mich als Österreicher, wo ich beginnen will. Wo sonst? Das? Okay. Bratislava. Nein, Bratislava nicht. Wir nehmen Wien. Das soll bestätigen. Tutorial brauche ich nicht. Das haben wir, kenne ich schon. Wie gesagt, ich bin ja schon einmal kurz gefahren und haben wir das ganz kurz angeschaut. Willkommen in Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet, leider fehlt ein Theater das Kapital für einen LKW. Bis auf weiteres wirst du daher Angestellter als Angestellter für eine Spedition. Dein Job ist sicher, Lieferung in der Lage, was der Lieferant für selbst ein Tagesstelle in Wien und Arbeitgeber hat dir. Na gut, und in was sitzen wir drinnen? In unserem Preferred LKW, in einem Volvo Globetraveler XL. Okay, in echt heißt Volvo Globetrotter, glaube ich. Na gut, dann schauen wir mal. Und natürlich ist nichts eingestellt. Das finde ich natürlich sehr gut, dass die Einstellungen nicht gespeichert worden sind. Dann werden wir das schnell einstellen. Ah, Gasbremse lenken, hochschalten habe ich schon. Motor anlassen. Steigen wir dahin. Feststellbremse, nehmen wir das. Motor
Bremse war mal nicht. Blinker links, Blinker rechts, Warnblinkanlage. Brauchen wir vielleicht später mal. Fernlichtscheinwerfer. Okay. Haben eine Lieblingstaste auf dem G, auf dem Driving Force GT. Der Riesenbutton. Lichthupe werden wir auch öfters brauchen. Scheibenwischer. Tempomat werden wir vielleicht auch brauchen. So, Route Advisor. Okay, ich würde sagen, das erste reicht das. So, und da springt die Kiste auch schon an. So, da müssen wir raus. Okay, und jetzt müssen wir scheinbar links. Na komm, fahr mit deinem Kiwi. So, und da stehen wir auch schon in unserer ersten roten Ampel. Was ganz was Neues. Das kennen wir ja aus Omsi, oder? Schauen wir mal, ob wir das Glück in dem Spiel auch haben. Ja, das war jetzt eine sehr lange Zustellung, weil wir müssen, glaube ich, da schon wieder rein. Werden wir uns unseren Anhänger mal gerade ziehen. Somit haben wir unsere erste Lieferung erfolgreich abgeschlossen. Es war jetzt außerordentlich schwer. So, und ich sehe schon, ich glaube, die Musik ist ein wenig zu laut. Das heißt, ich werde jetzt ein wenig im Menü runterstellen. Ich hoffe, ihr habt es bisher verstanden. Das ist meine Firmenzentrale. Es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber im Pinama. Naja, vielleicht gerade. Leider hast du noch nichts, was du dort reinstecken abstellen könntest, deshalb kannst du auch keine Lebewesen. Okay. Hast du erstmal genug Geld verdient, um dir eine Schuhmaschine gekauft zu haben, wirst du dich frei bewegen können. Schenken wir bitte. Viel Glück. Dankeschön. So, dann gehen wir jetzt nochmal in die Optionen. Sorry, dass ich so unvorbereitet bin. Das heißt, wir stellen die Musik jetzt einmal, die braucht eh keiner. Stellen wir mal runter und dann schauen wir uns an, was wir so fahren können. So, was haben wir denn da? Von Wien nach Salzburg. Von nach Salzburg, nach Linz. In Linz beginnt's. Ich würde aber sagen, wir fahren mal mit einem schönen Scania. Und es ist nicht so weit. Auftrag annehmen. Jetzt lade da ein bisschen. Dann begeben wir uns einmal Richtung Linz. Linz war das jetzt noch? Oder Salzburg? Bestimmungsort. Oh, Salzburg. Na gut. Dann fahren wir mal los. Schauen wir, dass wir möglichst wenig Unfälle bauen. Na komm, fahrt's weiter. Bleib so stehen etwa. Ist aber sehr freundlich. Oh, ein Kreisverkehr.
jetzt einfach, weil sonst komme ich da glaube ich nie raus. Und die erste Ampel, die nicht gleich rot ist. Ich glaube, ich fahre jetzt ein bisschen zu schnell. 50 sind erlaubt. Was machst du mit deiner Angst, Kollege? Mit deinem Skoda. Aber so wie es ausschaut, hat das sogar ein österreichisches Kennzeichen. Das ist cool. Cool gemacht. So, ich würde jetzt auch sagen, das ist der erste Transportauftrag. Nach dem Auftrag werden wir unsere erste Folge auch einmal fürs erste beenden. Unsere erste Folge fürs erste beenden. Ja, das ist gutes Deutsch. Sie haben Post. Schauen wir, ob wir da jetzt ohne Unfall durchkommen. Wie gesagt, ich bin einmal schon gefahren, also eine Strecke, auch so wie jetzt, von Wien nach Salzburg. Und da hat es eigentlich relativ gut geklappt, muss ich sagen. Ich meine, ich bin den ersten Teil auch ziemlich exzessiv und ziemlich lang gefahren, also. Aber es ist schon ewig her, dass ich den gefahren bin. Also. Und damals auch nicht mit Lenkrad, also totale ungewohnt für mich. Ich habe den Tempomat auf 90 gestellt, nicht auf 100. Und trotzdem wird er schneller, das finde ich jetzt interessant. Aber ich glaube, das war, weil es da bergab gegangen ist. Und ich glaube, an den starken LKW sollten wir uns nicht gewöhnen. Weil sowas soll man am Anfang garantiert nicht fahren. Aber da kommt echt wieder Trucker-Feeling auf und das macht echt Spaß. Also ich glaube, das Spiel wird echt ein totaler Zeitfresser werden. Also das befürchte ich sehr stark. Aber wir haben ja Zeit. Ich werde jetzt auch, denke ich, so lange fahren, bis ich das Geld für einen ersten eigenen LKW habe. Also ich werde mir da keinen Kredit aufnehmen. Weil es sollte eigentlich hier relativ zügig gehen, wenn ich jetzt nicht zu viel Blödsinn im Zampfer. Und zu viele Unfälle bauen. So wie jetzt. Finde ich auch interessant, dass die mitten auf der Autobahn stehen. Aber das ging ja gerade nochmal gut. Wo haben Sie Ihren Führerschein gemacht? Ha? Im Lotto gewonnen? Kollege. Hatte die KI wohl einen kleinen Aussetzer? Ja, gemütliches Dahingleiten. Also grafikmäßig schaut das Spiel echt super aus. Toller Fortschritt zum Vorgänger. So, Kollege, seien Sie überhaupt jetzt schnell, damit ich darüber kann. Danke. Weil sonst habe ich ein Problem mit dem Kollegen, der da gleich einen 70er fährt. Ja, fahren wir mal durch mein Heimatland. Ist das Krems? Da gibt es ja so ein Schloss in Krems, was ich weiß. Ah, nicht Krems. Nicht Krems, wer ist das? Ah, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ich bin auch Wiener und kein. Ich glaube, das ist noch in Niederösterreich. War schon ziemlich an der Grenze zu Österreich. Ups. Mehr aufs Fahren konzentrieren und weniger quatschen.
Ja, schönes Spiel. Also mir gefällt das total. Ich habe mich schon le sehr lange darauf gefreut. Und jetzt ist endlich da. Und ich hoffe, dass die ganzen dieses Let's Play kommt bei euch gut an und wir werden da viele, viele Videos drüber machen. Das würde mich freuen. Also ich werde schauen, vielleicht mache ich jetzt am Anfang pro Video eine Lieferung. Muss ich schauen, wie sich das zeitlich ausgeht, ob sie so lang sind, dass sich das dass daraus eine vernünftige Folge wird. Ansonsten muss ich mal was anderes einfallen lassen. Ach, ein schöner Tag, Sonnenschein, trocken, relativ wenig KI-Verkehr. Ups. So kann es weitergehen. Nach Nürnberg will ich nicht. Na, bis jetzt läuft ja alles relativ wunderprächtig. Da ist die Sperrlinie aus, da dürfen wir rüberfahren. Und ich denke, okay, 64 Kilometer sind es noch. Das haben wir ja gleich. Also gleich sind wir da. Also die 90er-Schilder sind für österreichische Autobahnen relativ unüblich. Ich glaube, da stehen eher 100er-Schilder oder Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, sprich 130, so wie da. Aber ich denke, 130 darf ich mit einem LKW nicht fahren. Das heißt, wir bleiben bei unserer 90. Ja, fahr einfach vor mir rüber. Netter Zeitgenosse, du. Da wäre eine Raststation oder beziehungsweise eine Tankstelle mit Rastplatz. Brauche ich nicht. Na, servus. Gott sei Dank ist der stehen geblieben, sonst hätte es einen Busser gegeben. Einen Unfall für unsere deutschen Kollegen. Auf Österreich heißt es Busara.
So, die Abfahrt hätten wir schon erreicht. Ohne Zwischenfall, mehr oder weniger. Schauen wir, dass es so weitergeht. Zum Beispiel, dass wir den neben mir da jetzt nicht zusammenführen. Deswegen haben wir jetzt auch den Spiegel einschalten lassen. Ja, Kollege, ich habe geblinkt. Also wenn du nicht schaust, dann kann ich da leider auch nicht helfen. Und da sind wir schon in Salzburg. Erster Aufenthalt in Salzburg. Na, sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Wie steht man da? Ja, eh ziemlich gut, also das passt. Da passt auch alles im Spiegel. Oh, hat der viele Spiegel. Ein Wahnsinn. Cockpit schaut auch super aus. Und da geht's auch schon weiter. Also das Navi finde ich toll. Davon müssen wir dann links. Schaut zumindest so aus. Ja. Und wir haben eine Nachrangtafel. Also ans Bremsen muss ich mir scheinbar noch ein bisschen gewöhnen. Sehr freundlich, danke. Da ist auch unsere Abladestelle. Und wenn ihr eine halbe Stunde zum Einparken braucht. Nein, ich werde ihn nicht automatisch einparken lassen. So, wie toll stehen wir denn gerade da? Okay, das heißt, ich muss jetzt so. Nein, das war genau verkehrt herum. Internet! Sag einmal! Langsam fühle ich mich ein bisschen. So, stehen wir jetzt wenigstens jetzt halbwegs? Ja, okay. Was mache ich denn? Immer in die falsche Richtung lenken. Thank you.
So, erledigt. Gut. Damit haben wir einen Level up. Gut, und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann die nächste Fahrt an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.